Kapitel 5. Ein Kompromiss. Der plötzliche Mentalitätswechsel durch das Fukano schien das Luxio einerseits zu wundern, aber auch zu freuen. Nun, wir kommen ins Gespräch. Zuhören würde ich definitiv. Ich bezweifle nur, dass es etwas ändern würde. Gut, dann nehmen wir die Kurzversion. Euer toller Weltengeist lügt euch an und behauptet, wir hätten Angst, weil euer Weltenbaum so mächtig sei. Das ist nicht ganz falsch, weil Omega nämlich alle Materie für sich beansprucht. Weltenbäume brauchen sie zum Leben und Omega hat vor Jahrhunderten schon die Wurzeln der anderen Weltenbäume angeschnitten und ihre Macht gestohlen. Genau wie ihre Helden. Und wir sind jetzt hier, weil unsere Weltenbäume, so wie jeder andere, der nicht dieser ist, bald tot sein werden und Omega zum Alleinherrscher aller Pokémon wird, wenn wir nichts dagegen tun. Nun, sie wollte die Wahrheit hören. Da war die Wahrheit. Voll und ganz und ohne Schmuck. Überraschenderweise schien es jedoch tatsächlich, als würde das Luxio über die Worte zumindest nachdenken. Ich meine, ihr seht jetzt nicht aus, als würdet ihr diese ganze Reise aus Bosheit begehen. Und es passt ja auch alles ins Bild irgendwie. Es passt ins Bild? Was genau soll das denn bedeuten? Naja, ihr wisst vermutlich, dass ich damals beim Kampf gegen Darkrai beteiligt war. Und vor allem meine Eltern. Nur haben wir am Ende der Reise gelernt. Im Prinzip irgendwie war mein Vater Darkrais Sohn. Kurz bevor wir ihn verloren haben. Im Krieg. Weil mit dem Wissen über seinen Vater schien sich in seinem Unterbewusstsein ein Gewissen zu offenbaren, welches nicht zulassen konnte, dass er auf Omegons Seite kämpft. Wenn das also stimmt, was ihr sagt, Darkrai hat uns damals alles erklärt. Wir haben die Weltenbäume gesehen, wie klein sie waren, außer unserer. Wir haben Omegon gesehen, der alleine die Kraft aller anderen Weltengeister bezwang, als wäre es nichts. Wir haben Darkrai nur nicht geglaubt, weil Er war ja die ganze Zeit unser Feind gewesen. Er wollte ja unsere Welt zerstören. Aber jetzt, wo ich dasselbe noch einmal genauso höre, Jahrzehnte später, nachdem der Krieg so lange her ist. Kurz blickte die Kapitänin bloß auf das Meer. Dann wandte sie sich wieder an das kleine Team. Also gut, was ihr sagt, es hat so viel an sich, was dafür sorgt, dass ich euch glauben will. Aber gleichzeitig wurde ich gewarnt vor gerade euch. Machen wir einen Kompromiss. Ihr wollt zum Waldkontinent? Ich bringe euch hin. Dort wohnen meine Mutter und Ivy. Sie sollen sich anhören, was ihr zu sagen habt. Ich möchte keine großen Entscheidungen ohne die beiden treffen. Aber wenn die beiden euch dann nicht glauben, dann werde ich es auch nicht mehr tun. Nun, die Wahrheitsroute hatte tatsächlich funktioniert. Das war eine ziemliche Überraschung, aber doch eine willkommene. Und kam jetzt doch noch der Haken. Ich habe viele Fragen. Wirklich viele. Egal, was nun wirklich vor sich geht. Ihr habt meine Neugier geweckt. Ich will definitiv mehr wissen, noch bevor wir im Wald sind. Also werdet ihr sie mir auf der Fahrt beantworten. Flamme war schon dabei, genervt zu stöhnen, als Sol einen Vorschlag machte, der dem Vulpix gleich auf mehreren Ebenen recht war. Es bringt vermutlich nicht so viel, wenn wir alle drei da stundenlang durcheinander reden, nicht? Zumal ich euch zwei kenne. Ihr habt ohnehin keine Lust da drauf, nicht? Also wäre es vermutlich schlauer, wenn ich das alleine übernehme, oder? Mir ist es recht egal, ob alle oder einer. Na dann. Deal ist Deal. Kommt an Bord. Ach und, wie ihr schon bemerkt habt, ich bin die Kapitänin hier. Nennt mich einfach Funkenherz, das ist mein Name und ich mag keine Titel. Das Absoldat...
heißt auch Absol. Das Vulpix ist Flamme und ich bin Sol. Abgemacht. Endlich mal ein Kompromiss. Ganz nach Flammes Geschmack. Sie kam über das Meer an ihr Ziel. Und er würde sich weniger mit Sol befassen müssen. Die drei Pokémon folgten Funkenherz so auf ihr Schiff. Zu Flammes großer Freude, ohne dass eines der beiden Pokémon am Einstieg noch einmal ein Wort vom Fahrpreis sprach. Stattdessen wies die Chefin der beiden sie an, Flamme einen der Kabinenschlüssel zu geben. Selbst an Geld sparten sie letztlich also. Also, ich denke, ihr wisst, dass es bis zur Abfahrt noch einen Moment ist. Was genau ihr bis dahin macht, ob ihr auf dem Schiff bleibt, in die Kabine geht, ist mir auch letztlich egal. Ihr tittet nur gut dran, bei Sonnenaufgang da zu sein. Warten tun wir bestimmt nicht. Der Plan war simpel. An Bord bleiben und sich ausruhen. Zumindest war dies Flammes Plan. Sol entschied sich nach einem kurzen Blick in die Kabine bereits, seinen Teil des Deals einzulösen, da er sich auf die Suche nach der Kapitänin machte. Flamme hingegen schwang sich ohne Umschweife auf das bereits gemachte Heubett am Boden und atmete schwer. Absol war noch bei dem Vulpix geblieben, ihn etwas besorgt, aber auch vorwurfsvoll anblickend. Und mit dir ist gerade alles in Ordnung. Den Eindruck machst du zumindest nicht. Wird schon wieder. Was wird wieder? Diese scheiß Kopfschmerzen. Ich kann nicht behaupten, dass ich überrascht bin. Muss ich überhaupt anfangen mit meiner Erklärung oder ahnst du schon, worauf ich hinaus will? Als Antwort folgte Stille. Es muss dich nicht wundern, wenn es dir scheiße geht, nachdem du ohne nachzudenken einfach eine Monatsration Tilithium einatmest. Was zur Hölle hast du dir vorhin gedacht? Du verstehst es eh nicht. Testen wir es doch. Nein, das tun wir nicht. Ich verstehe es selbst doch nicht gut genug, um es dir zu erklären. Ich hab doch selber keine Ahnung mehr, was noch wahr ist und was nicht. Wie soll ich denn wissen, dass ich nicht jedes Wort bloß herlüge, wenn ich irgendwas sagen will? Du merkst, dass du dich mit jedem Wort gerade weiter davon entfernst, dass ich irgendwie nachgebe, oder? Es ist Inferno. Ich habe ihn wieder getroffen, als wir zwischen den Welten gereist sind. Ich war wieder an einem Ort, an dem er mir wirklich gegenübersteht. Wir haben uns gestritten. Wie oft. Und dann hat er begonnen, mir alles Mögliche über diese Welt zu erzählen. Er hat mir von der Gilde erzählt. Vom Schiff, vom Wald, den Pokémon, die dort leben. Alles Dinge, die er niemals wissen könnte. Er ist doch ein Teil von mir, das hat er mir immer gesagt. Woher weiß er also mehr als ich? Und alles, was er sagte, hat sich als wahr herausgestellt. Und dann, als ich eine Erklärung gefordert habe. Jetzt behauptet Inferno, dass er schon die Flamme eines anderen Pokémon gewesen sei. Es macht alles keinen Sinn. Er ist nicht ich. Er kann es nicht sein. Und irgendwie schon. Er muss ich sein. Und trotzdem behält er Geheimnisse. Lügt mich an. Wie soll ich ihm vertrauen? Aber dadurch kann ich auch mir selbst nicht vertrauen. Woher soll ich noch wissen, was nun wahr ist und was nicht? Denke ich überhaupt noch meine eigenen Gedanken? Es macht alles keinen Sinn und muss wahr sein. So viel das auch wieder alles auf einmal war. Und so sehr Absol sich sicher war, dass es nichts mehr war als ein Teil der Einbildung eines armen Irren, versuchte er trotzdem, sachlich zu helfen. Also, aus dem Wortsalat kann ich jetzt auch nur so viel herauslesen. Aber von dem, was ich verstehe, bestätigt es eigentlich nur, was ich dir schon mal sagte.
Dieser Inferno ist ein Teil von dir. Und du bist das Ganze von dir. Und Inferno ist ein Teil, der schlicht ignoriert und vergessen gehört. In meinen Augen ist das einzig Korrekte, nicht mehr auf das zu hören, was der Kerl dir sagt. Aber auf die Dinge, die du nicht aus seinem Mund hörst, die Dinge, die dir entspringen. Aber kann ich das machen? Ich durfte ja auch schon lernen, dass er Informationen hat, die uns allen helfen können. Wenn wir auf seine Worte gehört hätten, wäre ein Besuch bei der Gilde nicht nötig gewesen. Und auch in der Zukunft könnte es uns helfen. Er kann die Wahrheit sagen und uns auf dem Weg helfen. Und er kann dich manipulieren. Wenn er etwas sagt und wir nachher herausfinden, dass es tatsächlich wahr ist. Schön. Aber wir sollten sein Wort nie als Grundlage nehmen. Er kann die Wahrheit sagen, aber die können wir auch selber herausfinden. Weißt du was? Mir ist das alles gerade zu viel. Ich geh erstmal schlafen und hoffe, ihn dabei nicht zu treffen. Auf dies antwortete Absol letztlich nicht mehr. Nicht, als hätte Flamme irgendwie auf eine Antwort gewartet. Stattdessen schloss er die Augen und versuchte das Dröhnen in seinem Kopf irgendwie auszublenden und Schlaf zu finden. Als er nach einer ruhigen Nacht wieder aufwachte, schienen all die Schmerzen wie magisch verschwunden. Ja, im Gegenteil, das Vulpix fühlte sich wieder so frei. Es war, als wäre jede Last schlicht von seinen Schultern abgefallen. Auch Absol war immer noch, oder eher wieder, in der Kabine. Von Sol hingegen gab es keine Spur. Trotzdem merkte Flamme, dass er nicht schlicht kurz geschlafen hatte und dass Fukano deshalb noch weg war. Er spürte das Wiegen im Wind, sah die Morgensonne durch das Fenster fallen. Sie waren bereits abgefahren. Zudem stieg ihm ein recht strenger Geruch in die Nase. Als er aufblickte, sah er vor sich einen Fisch liegen. Während Absol in der Ecke der Kabine saß und selber einen davon vorsichtig beäugte. Bist du auch wieder unter den Lebenden? Es gibt Frühstück. Anscheinend. Zumindest soll das hier Frühstück sein. Und ja, dabei bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Unsicher? Warum das? Sag mir nicht, du weißt nicht, was ein Fisch ist. Fisch ist eine Kategorie, mit der Pokémon beschrieben werden. Und was hat das damit zu tun? Etwas perplex entschied sich das Vulpix, die Lage aufzuklären. Naja, aber woher denkst du, hat diese Kategorie an Pokémon ihren Namen? Fische sind Tiere und in der Kategorie sind Pokémon, die irgendwelche Ähnlichkeiten mit den Tieren haben. Tiere. Das... Also ich weiß gar nicht, ob ich schockiert sein soll oder nicht. Habt ihr keine Tiere in eurer Welt? Wäre mir neu. Zumindest nicht auf dem Kontinent, wo ich herkomme. Ich glaub zumindest, ich würde wissen, wovon du redest ansonsten. Und das als Fleischfresser? Tiere sind im Prinzip wie primitivste Pokémon. Sie sind Lebewesen wie wir, aber ohne Elementkräfte oder die Fähigkeit, außerhalb ihrer Spezies zu sprechen. Für die meisten Pokémon, die sich nicht rein vegetarisch ernähren, sind sie die Hauptnahrungsquelle. Es ist im Prinzip wie Pokémon zu jagen, was du ja scheinbar tust, nur dass sie keine Mitglieder der Gesellschaft sind. Du willst mir jetzt erzählen, dass es in anderen Welten Fleisch gibt, was nicht von Pokémon stammt. Und deshalb nicht kritisiert wird. Und den Scheiß erfahre ich, nachdem Sol mir viermal die gleiche Scheiße vorgeworfen hat. Flamme ignorierte diesen Beitrag einfach, da seine Erklärung noch nicht ganz am Ende war. Und es gibt einige Tiere, die nicht als Fleisch gelten, da sie etwas anderes sind.
Das sind dann entweder Insekten, also winzige Käfer, die eben keine Pokémon sind. Oder Fisch, was die meisten Wassertiere umfasst. Ach, also ist das Zeug hier doch kein Fleisch oder... Du verwirrst mich. Aber es ist ähnlich genug zu Fleisch. Ich habe im Training manchmal Fische gejagt, ich weiß, wie die schmecken. Um zu beweisen, dass das seltsame Essen zu Füßen Absolz tatsächlich als solches definiert werden konnte, begann Flamme schlecht mit seinem Frühstück. Immer noch zögerte Absol, doch entschied sich, dem Vulpix zu vertrauen und vorsichtig einen Bissen zu nehmen. Kaum war dies getan, sprang er überrascht zurück. Selbst die Illusion schien zu wanken durch die Überraschung, als augenblicklich wieder ein Zoroark vor Flamme stand. Ach du meine Fresse! Warn mich nächstes Mal vor, dass das Zeug schmeckt, als würde ich an einem Salzstein lecken. So schlimm? Tatsächlich nahm das Zoroark statt zu antworten noch einen vorsichtigen Bissen. Nee. Eigentlich nicht. Schmeckt eigentlich ganz in Ordnung. Wenn man mal dafür bereit ist, wie salzig das Zeug ist. Naja, sind halt Meeresfische, da wir am Meer sind. Und wenn das Wasser salzig ist, dass es salzig ist, weißt du ja. Hast wohl recht. Naja, dann wird Verhungern ja schon mal kein Problem.